Oh, Tarotkarten. Wofür brauche ich Erkenntnis? Menschen, Dinge. Menschen natürlich. Und das natürlich. Steph ist echt super. Die Närren. Eine Karte über Spontanität, Furchtlosigkeit und Abenteuer, die man willkommen heißt. Ah ja. Trifft das auf Ryan zu? Ryan. Hoffentlich. Der Stern, eine Karte über Inspiration, Optimismus und die Hoffnung für die Zukunft. Aha. Ich meine, ich hoffe, dass es wahr ist. Die Mäßigkeit. Karte über Mäßigung, innere Ruhe und ausgeglichene Perspektiven. Ah ja. Mit Kraft heben, helfen. Ja. Oh nein, bitte nicht. Der Tod, eine Karte beenden und vermeintliche Veränderungen loslassen. Das muss, ich meine, das wird unvermeidliche Veränderungen, das muss nicht unbedingt der Tod sein. Meine Fresse. Surreal. Der Teufel, eine Karte über Kraft und Herrschaft und Streben danach. Chaos und Zerstörung. Ja, sag bloß. Der Turm, eine Karte über Chaos und Zerstörung. Entwicklung und Flucht. Okay, interessant. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Ja, dafür brauche ich keine Warnung. Einige Helden stehen bestimmt auf Barden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Thanor einen besseren Geschmack hat. Von vielen wird angenommen, dass dies das Instrument von Flinkfuß Silberzunge ist. Den Barden, die Champions und Retter von Prinz Cloud. Dein, dem ersten, unbezahlbar oder bestes Angebot. Valkyries Napf. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Eine Erinnerung. Alter, ich versteh's ja, aber ein kampfbasiertes System ohne soziale Mechaniken ist mein verfluchter Albtraum. Bist du... Hey, Kitty. Wo bist du hergekommen? Hast du dich verlaufen, du süßer Fratz? Boah, du Klugscheißer, da ist eine Katze draußen vorm Laden. Mann, kein Plan, sie hat kein Halsband. Ach ja? Ich rufe Pike an und frag, ob jemand eine Katze vermisst. In der Zwischenzeit rate mal, wer mit mir zur Arbeit kommt. Ja, wer? Ja, wer? Ja, ganz genau. Diese süße Katzenstimme, dieses... Das ist halt wirklich lustig hier. Kannst ja halt doch zu Katzen und zu Tieren kannst doch alles sagen. Kannst du Tieren, kannst du den. Ja, wer ist ein kleiner Nazi? Ich finde es super toll, dass das kannst denn. Der Tonfall ist alles. Das. Wer ist ein verschissener Drecksack? Als Alex sagte, ich wäre heiß, war das ihr Ernst? Oder hat sie das nur so gesagt? Solche Gefühle habe ich bei Steph noch nie gesehen. Vielleicht kann ich ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Sie ist immer so selbstbewusst. Ja. Oh. Gitarre. Ich würde gern eines dieser Bardeninstrumente ausprobieren.
Dafür müsst ihr einen privaten Termin vereinbaren. Das werde ich. Aber unbedingt. Vor allem das Ding dort. Der altertümliche Klampfer. Oh hey. Sonnensilber. Wir sollten es dem Schmied sagen. Oha, Sonnensilber. Ein teils magische Mischung, die zum Schmieden zeremoniell Waffen, Schilde und Wappen benutzt wird. Einmal abgekühlt kann Sonnensilber mit der Helligkeit von 7 Sonnen erstrahlen, wodurch es Beliebtheit für Krönungen, Hochzeiten und Ratssitzungen am frühen Morgen erlangte. Komponenten Eisen, Goblin-Erz, Feuerpuder. Entdeckung von Sonnensilber geht auf die königlichen Schmiede der Greifenspitze zurück, welcher das Großschwert Liebsner Kraters unter Anleitung des hohen Alchemisten Robert Wilbrot schuf. Geschäftslizenz. Gar nicht ominös. Geschäftslizenz. Die Magiergilde autorisiert hiermit das Elster-Emporium Gegenstände mit magischen Eigenschaften zu kaufen, zu verkaufen. Die Gilde übernimmt keine Verantwortung für die Konsequenzen. Yvanisian Erzmagier. Verzauberte Erze oder? Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Schriftrolle der Gewandtheit, Schriftrolle der Heilung, Schriftrolle des Vorteils. Ich verkaufe als einzige magische Gegenstände im Königreich. Trollstaub. Trollstaub können wir gebrauchen. Aber erstmal den Saphir, würde ich sagen. Wie viel Geld? Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Und ihr solltet wissen, ich würde es nicht anbieten, wenn ich es nicht meinte. Da ist jemand berührt. Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch, der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Nebenquest! Hurra. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Ein Trollstaub. Denkst du, wir können einen Troll besiegen? Bestimmt. Ja. 3 Gold, bitte. Unbedingt. Und wir haben dann noch genügend Geld für die Vorteil, Heilung, Gewandtheit. Heilung haben wir schon genügend. Gewandtheit wäre nicht schlecht. Wir haben bereits eine Schriftrolle der Gewandtheit. Ach so. Ja. Ausweichen ist aber auch nützlich. Wir haben bereits eine Schriftrolle des Vorteils. Wollen wir denn nicht mehr Vorteile? Na, von Heilung haben wir schon en masse. Wir haben bereits ein paar Schriftrollen der Heilung. Ja, aber man kann nie genug davon haben. Vorteil oder Gewandtheit?
Vorteil. Dafür müssen wir erst noch mehr Münzen finden. Oh. Na dann. Oha. Ein extra Life. Das macht schon Sinn. Müssen wir Münzen besorgen. Ich will. Vielleicht, wenn Ethan nicht hier ist. Na dann. Wir müssen. Ach du Scheiße, ich muss mir das Rezept. Eisen, was war das noch? Das ist für ein schmiedes Zeug. Gibt wahrscheinlich wieder zwei Antworten. Herr Schmied. Die kommen vielleicht nochmal, wenn wir Münzen finden. Ich denke immer noch über diesen Wandteppich nach. Der Schmied, der ein Schwert herstellt? Ja. Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblinerz und Feuerpuder. Tut es erst samt. Den Göttern sei Dank. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Warum nehmt ihr nie... Oh. Das, was wir drin kaufen wollten. Wir sind Meisterschriftrollensammler. Yep. Plus eins haben wir schon zu. Okay. Interessant. Okay, die können wir gleich, wenn wir Münzen finden, wieder zurück. Oha. Tut mir ganz wütend. 1, 2, 3. Ich kontrolliere mich. 1, 2, 3. Ich kontrolliere mich. Das ist ein Buch für verdammte Kleinkinder. Nichts ist besser, als sauer auf dein Buch über Wutmanagement zu werden. Ja. So, in die Gasse wollten wir noch rein. Die Gasse führt zum Fluss. Und im Fluss leben Fische. Dein Ernst? Wenn Monsterhorden angreifen, sind Apotheken doch am wichtigsten. Aufgrund einer bedauernswerten Anzahl an Monstern ist die Apotheke bis auf weiteres verschlossen. Wir dürfen Mama noch nicht rein. Ich weiß so, dass wir da. Bist du enttäuscht? Damals nicht. Ich dachte, dass ich endlich reingehen könnte. Oha. Ist ja was passiert. Wehe mir! Leute, mal jetzt, was ist mein geschehen? Der wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Wo? Werden ihn rächen. Durch die... Vorsicht vor dem Flussmonster? Wo ist das Flussmonster? Wie hält man das auf? Eine Art Schlange? Sieht so aus. Zum Glück haben die wieder etwas. Müssen wir sie bekämpfen? Wir können sie reinschläfern. Ich fühle halt mit ihr. Sie lebt nur so vor sich hin. Als Schlange. Sie frisst Menschen. Wir werden sie einschläfern. Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Glocke. Die Schlangenglocke. Schlangen in Hörweite schlafen sofort ein. Tun wir so, als wäre es ein tiefes Geräusch. Schlangenohren sind im Gehörgang. Sie hören also nicht über... Nein. Das ist Fantasy. Oh, eine extra Coin. Ja, Beute. Eine Mütze.
Fantastisch. Okay, lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Okay. Neue Fertigkeiten gelernt. Oh, ich habe viele neue Fertigkeiten. Furchtbare Dissonanz. Oha. Nur einmal pro Kampf. Das wird ein epischer Bosskampf. Warte! Was ist das? Oha. Ich hab die Fischschuppe. Gehen wir zurück und tauschen sie gegen den Seelensaphir ein. Aha. Ja! Wir haben ja schon ganz Inventar voll. Eine Coin haben wir auch bekommen, oder? War echt schlau von dir, die Glocke einzusetzen. Hat gut geklappt, oder? Die Münze haben wir auch mitgenommen, oder? Nur zumindest schon mal eine Sache kaufen. Eine Schriftrolle. Hurra. Blut. Die habe ich gesehen, Kurt, bevor du sie aufgehoben hast. Gut, die Anerkennung gehört dir. Das ist mir egal. Anerkennung den Helden. Ich sage nur... Zu spät. Die Anerkennung ist deine. Seine Gefühle können wir nicht lesen. Schade. Jetzt haben wir hier nochmal ein Notenblatt. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Effekt Lähmung. Gegner kann sich eine Runde lang nicht bewegen. Können wir einmal pro Kampf eingesetzt werden. Pro Kampf, ja genau. Einmal im Krampf. Okay, wir haben die Flussschlange besiegt. Hab Dank, Abenteurer. Aber ihr solltet die Leiche vielleicht lieber weg. Weg. Gut, wir müssen nochmal zurück in den Platten. Hört her. Zum Esterbogen. Wenn ihr die Schlange bereits besiegt habt, könntet ihr euch vielleicht auch um den Troll bei der Brücke kümmern. Auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir nochmal zum Esterbogen. Ah, jetzt habe ich schon wieder ein Dialog-Segment abgeschnitten. Wir müssen aber noch einmal. Ich will. Ich will, ich will, ich will! So. Ein Vorteil, ich nehme die Gewandtheit. Vorteil hätte ein Gold, bitte. Jetzt haben wir drei davon. Dafür müssen wir erst noch mehr Münzen finden. Wir kommen wieder. Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun. Nicht doch hier lieber ist die Hand mein des Teil Badens. Der Abmachung. Der Baden. Dann haben wir ja einen von drei. Einen haben wir. Noch zwei. Ich hoffe, die anderen Juwelen kosten nicht so viel. Mit dir reden? Können wir nicht. Schade. Wohin als nächstes? Wie wär's mit den Blumenladen?
Was sagt Leben er? Ohne Monster. Wie lange das schon her ist. Tja. Als in den Straßen Glocken klangen. Als in der Taverne. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Joggerin. Der Lauf war so super. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für sie. Dann stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? War ermutigt. Ich muss meine Mitgliedschaft in der Bardengilde erneuern. Ja. Okay. Okay. Hallo? Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Mega. Gute Zwerg. Mann, diese Kleinstädte. Jeder hat sich Mühe gegeben, Riley in den letzten Wochen zu gratulieren. Sehr geehrte Kunden, die Geschäftszeiten von Leafs Bloom werden im Mai und Juni eingeschränkt sein, während wir zusätzliche Angestellte einstellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Glückwunsch, Riley. Also spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Frühlingstombola, nehmt einen wunderschönen Strauß von diesem Frühlingsfest nach Hause. Ein Los, ein Dollar. Alle Einnahmen gehen an die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Okay. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn's was Neues gibt. Danke nochmal. Okay, das können wir nicht. Früher oder später
wird Riley von Eleanors Geheimnis erfahren. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Ich werde das so krass nicht anfassen. Angriffsmodus, Standardmodus, Blutfokus, Lexikon, Spinne, Maske, Fortschritt, Teste, Passwort. Verstrichene Zeit. Vielleicht ursprünglich Passwort dort. Oder 15.000. Okay. Das ist einfach so lieb. $500. Noch ein Geschenk, Eleanor, lief. Liebe Riley, du wirst deinen neuen Computer und deinen tolles neues Stipendium brauchen. Falls es nicht reicht, sag Bescheid, ich stelle einen weiteren Check aus. Ich bin stolz auf dich. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Was für ein Stück Scheiße. Hey Riley, ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Das ist vom Schokoladen, den wir zum letzten Jahrestag waren. Ich kann in letzter Zeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir, aber da wird es eine Menge Kerle geben. Und das macht mich nervös. Ganz ehrlich, ich wünschte, dass du ein wenig daran denken würdest. Ruf mich an, falls du je reden willst, Mac. Ich glaube, da klammert jemand. Das ist ein bisschen... Gut, wir gehen mal wieder. Machen wir weiter mit dem Abenteuer. Wir haben einen Troll zu erledigen. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Ich wäre völlig überrascht, wenn das ein Troll wäre. Ja, ich renne ja schon. Oha, ein Rückentroll. Hätte das erwartet. Ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Aber das ist toll, Bruder. Weißt du, was wir kämpfen? Erledigen wir ihn. Mach ein Bossfight draus. Ich hau euch in Stücke. Ich hab neue Fähigkeiten, die wir ausprobieren müssen. Und eh schon wenig kämpfen.